Herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Lena und Linus. Heute lernen wir Wörter und Sätze rund um das Thema Schule. Viel Spaß dabei! Die Schule. Die Schulen. Die Kinder gehen zur Schule. Die Kinder gehen zur Schule. Der Lehrer. Die Lehrerin. An der Schule arbeiten viele Lehrerinnen und Lehrer. An der Schule arbeiten viele Lehrerinnen und Lehrer. Der Direktor, die Direktoren. Wenn der Direktor eine Frau ist, dann sagt man die Direktorin, die Direktorinnen. Der Direktor ist der Leiter der Schule. Der Direktor ist der Leiter der Schule. Und die Direktorin ist die Leiterin der Schule. Im Klassenzimmer haben wir Unterricht. Dort lernen wir viele Sachen. Im Klassenzimmer haben wir Unterricht. Dort lernen wir viele Sachen. In meinem Klassenzimmer ist zu sehen der Tisch, der Stuhl, das Regal, der Stundenplan, die Tür, die Tafel und die Kreide, die Uhr, und das Lehrerpult. Die Lehrerin. Die Lehrerinnen. Die Lehrerin erklärt den Kindern neue Aufgaben. Die Lehrerin erklärt den Kindern neue Aufgaben. Der Schüler. Die Schüler. Die Schülerin. Die Schülerinnen. Die Lehrerin unterrichtet die Schülerinnen und Schüler. Die Lehrerin unterrichtet die Schülerinnen und Schüler. Die Tafel. Die Tafeln. Die Lehrerin schreibt die Aufgabe an die Tafel. Die Lehrerin schreibt die Aufgabe an die Tafel. In der Schultasche. Zur Schultasche sagt man auch Tornister, der Tornister. In der Schultasche ist das Buch, vielleicht auch die Bücher, weil es mehrere sind. In der Schultasche ist das Etui. In der Schultasche ist auch die Schere und der Kleber. In der Schultasche ist das Heft und sicherlich auch die Hefte, weil es mehrere Hefte sind. In der Schultasche ist die Brotdose und auch der Turnbeutel. Ich nehme jeden Tag meinen Tornister mit zur Schule. Ich nehme jeden Tag meinen Tornister mit zur Schule. Der Turnbeutel. In meinen Turnbeutel packe ich mein T-Shirt, meine Turnschuhe, meine Sporthose und eine Trinkflasche. In meinen Turnbeutel packe ich mein T-Shirt, meine Turnschuhe, meine Sporthose und eine Trinkflasche. Die Brotdose. Aus meiner Brotdose esse ich in der Pause mein Frühstück. Heute gibt es eine Banane, einen Apfel und ein Brot. Aus meiner Brotdose
esse ich in der Pause mein Frühstück. Heute gibt es eine Banane, einen Apfel und ein Brot. Das Heft, das Buch. Der Lehrer sagt: Schreibt die Aufgaben aus dem Buch bitte in euer Heft. Schreibt die Aufgaben aus dem Buch bitte in euer Heft. Die Schere, der Kleber. Die Lehrerin sagt: Holt bitte eure Schere und euren Kleber aus dem Tornister. Wir basteln jetzt. Holt bitte eure Schere und euren Kleber aus dem Tornister. Wir basteln jetzt. In meinem Etui sind alle Stifte, die ich für die Schule brauche. In meinem Etui sind alle Stifte, die ich für die Schule brauche. Lies dir die Gegenstände einmal selber durch. Genau, zum Malen und Schreiben brauche ich die Sachen aus meinem Etui. Der Bleistift, die Bleistifte, der Pinsel, die Pinsel, der Füller, die Füller, das Radiergummi, die Radiergummis, der Buntstift, die Buntstifte, der Filzstift, die Filzstifte, der Tintenkiller, die Tintenkiller. Und manchmal brauche ich auch einen Wasserfarbkasten. Der Wasserfarbkasten, die Wasserfarbkästen. Der Bleistift, das Radiergummi, die Buntstifte. Mit dem Radiergummi kann man Bleistiftstriche und Farbe von Buntstiften wegradieren. Mit dem Radiergummi kann man Bleistiftstriche und Farbe von Buntstiften wegradieren. Der Füller, der Tintenkiller. Wenn Mara sich mit dem Füller verschrieben hat, kann sie die Tinte mit dem Tintenkiller wieder wegkillern. Wenn Mara sich mit dem Füller verschrieben hat, kann sie die Tinte mit dem Tintenkiller wieder wegkillern. Die Filzstifte. Paul malt gerne mit seinen Filzstiften bunte Bilder von kleinen Monstern. Paul malt gerne mit seinen Filzstiften bunte Bilder von kleinen Monstern. Der Wasserfarbkasten, der Pinsel. Paul macht Farbe aus dem Wasserfarbkasten an seinen Pinsel. Dann malt er ein Bild. Paul macht Farbe aus dem Wasserfarbkasten an seinen Pinsel. Dann malt er ein Bild. In der Pause gehen wir auf dem Schulhof spielen. In der Pause gehen wir auf dem Schulhof spielen. Wir hüpfen, wir spielen Fußball, wir schaukeln, wir spielen Verstecken, wir spielen Verstecken, wir spielen Fangen, wir spielen Fangen. Wenn die Schule zu Ende ist, gehen Mara und Paul wieder nach Hause. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.